dann rastet irgendwann bei mir auch mal was aus, dann schmeiße ich mir auch schon mal die Suppe vor die Füße. Was ist das hier? Ich bin mir sicher, dass hier noch ganz, ganz, ganz andere Leichen im Keller sind. Der hat irgendwie zwei Gesichter. Manchmal ist er der beste Kumpel und manchmal größter Arschloch. Kannst du mir mal erklären, was das hier ist? Sag mal so auf. Du musst mich jetzt verarschen, oder was? Wie kann denn sowas passieren? Ich weiß nicht, normalerweise hält es länger. Das ist mein Geld, was da verloren geht. Und dafür kann ich in dem Fall jetzt einen ganz genauen Schuldigen ausmachen, nämlich die Küche. Herr Potaska, wir bedanken uns. Das war eine tolle Fahrt. Schau, was für ein schönes Hotel ich gefunden habe. Das sieht super aus. Ja, ich toll, dass er gekommen ist. Auf Anhieb eigentlich, ja, kann man sagen. Ja, doch. Und? Wir haben Hunger. Das Ambiente und das Haus ist eigentlich echt wunderschön, aber irgendwie ist es totgesagt. Kann es vielleicht sein, dass die für die Region einfach auch zu teuer sind? Weil das sind jetzt schon, das sind keine verschenkten Preise, aber das ist schon okay. Man, das muss da alles haben. Es sieht ja hier so aus, als ob wir hier eher so im Niedrigpreisland unterwegs sind. Die Karte an sich ist sensationell. Also die ist klein, knackig, es ist alles dabei. Kinderkarte, vegetarisch dabei, Fleisch, Fisch, Wild, super. Man, es ist nichts los in dem Laden, null. Da sind Gäste gekommen. Gäste. Wir haben jetzt sozusagen mit den schlechten Ruf übernommen von dem Vorbesitzer. Und da kommt natürlich drauf noch, was wir an Scheiße bauen. Vielen Dank. Ah, das ist aber gut erklingt, danke. Ja. Ja. Ob das meine Diät so gut tut? Meine riecht auch wirklich. Danke. Wunderbar. Roastbeef ist zwar teuer, aber ich meine, das Ding kostet 6,10 Euro. Ne? Das ist für ein Land, ist also so auf dem Dorf. Das ist fünf Scheiben Fleisch drauf, ne? Das sind keine 100 Gramm hier. Mhm. Das sind ungefähr 52 Gramm. Höchstens. Das kannst du jetzt hier so auf dem Land einfach nicht bringen, das ist einfach zu wenig. Da muss mehr auf den Teller. Alter, der Hammer. Ach, dieser. Der Wahnsinn. Die ist richtig gut. Hm? Geil. Saugeil. Wir haben eigentlich bloß Angst, dass es nicht schmeckt. Wenn das jetzt noch lecker ist, ne? Der hat bestimmt mal Kochluft geguckt. Das Einzige, was ich natürlich sagen muss, wenn kein Salat dazu geht, ist das Gemüse ein bisschen sehr wenig. Also das ist natürlich sehr übersichtlich, ne? Also sowas kannst du abends im Restaurant machen, Mario. Aber nicht, wenn du sagst, du nimmst so einen Filet-Topf oder einen Filet-Teller. Das ist zu wenig. Also ich habe eigentlich Schiss davor, dass ich das Steak nicht richtig brate. Das Fleisch nicht medium war, sondern roh. Das Gemüse, was normalerweise dazu gereicht wird, sollte eigentlich warm sein. Das ist aber dann zu einer kalten Beilage verkommen. Nochmal. Ja, das ist super. Passt perfekt. Das ist super. Ich würde sagen, es hat fast zu lange gedauert, bis wir das Essen rausgebracht haben. Wir haben den Hauptgang nach 45 Minuten der Vorspeise. Das ist wunderbar. Also bei mir kannst du bis auf die Größe der Portion nicht bemängeln. Aber wenn das Essen so okay ist und das Ambiente auch so okay, warum ist denn hier kein Schwein in dem Laden? Irgendwas stimmt doch nicht. Lecker gekocht. Echt? Ja. Freut mich. Wir wissen gar nicht, warum wir hier sind, ehrlich gesagt. Also. Ah, da gibt es ein paar Sachen. Erzähl mal. Ich denke mal, Organisation. Allgemein, ihr wart ja nur allein oder die zwei essen noch, kommen noch ein paar mehr, sind für eine Scheiße. Die Portionen sind viel zu klein. Mhm. Viel zu klein. Viel zu klein? Ich bin mir sicher, dass hier noch ganz, ganz, ganz andere Leichen im Keller sind. Die Suppe war toll, ich meine, da war ein bisschen, das Fettauge ist halt so ausgefallen, ne? Das war halt so eine Schicht Fett drauf, aber die war wirklich lecker gekocht, das hat geschmeckt, das Zeug. Ich meine, deine Pilzsuppe, die war der Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Lob bekommen. Anscheinend ist Lob hier nicht an der Tagesordnung. Wenn ich jetzt euren Chef höre, der sagt, das Essen ist nichts und die Gäste reklamieren ständig. Was gibt es da für ein Problem zwischen euch? Da ja, ist er ja, der Chef. Und, wie sieht's aus? Super. Ja, wir sind hier gerade voll des Lobes. Ja? Also vom Essen her,
wirklich hervorragend. Portionsgröße sind zu klein, ne, braucht man nicht drüber reden. Auch vom Handwerklichen hier muss ich sagen, vor allem für dein Alter, für euer Alter, Hut ab. Chef meckert ja fast jedes Mal. Ich weiß auch nicht warum. Wir haben gesagt, 6 Steaks werden verkauft, davon sind 5 okay, 1 ist Mist. Wir haben auch mehrfach darüber gesprochen, dass Sättigungsbeilagen mehr dazugelegt werden sollen. Ja, da muss ich nicht die Kartoffeln abzählen, weil das spielt überhaupt keine Rolle. Es kam nur Feuer, nur Kritik, nur Ärger, nur... Es war nicht eine einzige positive Sache dabei. Und ich sag halt einfach mal, wie es in den Wald Nein schreit, so schreit es auch raus. Ja, wenn du permanent Kritik hörst, dann... Weißt du auch nicht mehr. Als Patron, sage ich mal, dieses Hotels muss er sich eigentlich vor dich stellen und muss dich stärken auch. Du bist jung, du kannst doch nicht diese Berufserfahrung haben wie ein Küchenchef mit 30 Jahren, ganz klarer Fall, aber er muss sich vor dich stellen und er kann nicht sagen, bestellen Sie mal lieber nicht das, weil das wird heute eh nichts. Das kannst du nicht bringen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Du sagst ganz einfach. Nee, sagst du einfach so. Weil wir wollen ja helfen, weißt du, wir sind jetzt hier, ja, um dir zu helfen. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Deswegen. Dann überleg einen Moment und lass es aus dir raus. Ja. Was ist hier? Ist der kaputt? Nee, wir dürfen ihn nicht nutzen, weil es zu viel Strom kostet. Also wir rennen immer kühl aus. Nochmal. Darfst du ihn nicht nutzen? Wir dürfen ihn nicht nutzen, weil die zu viel Strom kosten. Gut. Schon richtig anschlussfähig. Okay. Ja, gar nicht. Das ist ja scheuer, wenn du hier alleine kochst. Und dann, wenn du dann mal wirklich 10 Essen hast, und dann nicht genau weißt, wie deine Abläufe sind, und dann für jede Tomate oder irgendwas ins Kühlhaus flitzen musst. Warum hast du dem das noch nie gesagt, dann, Chef? Es gibt ein paar Dinge, die sind einfach grenzwertig, die bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Wenn wir an der Karte eine klare Brühe haben und die Brühe ist milchig, wenn ich die rausbringen soll, die Suppe, Entschuldigung, dann rastet irgendwann bei mir auch mal was aus, dann schmeiße ich mal schon mal die Suppe vor die Füße. Auch wenn die Nerven blank liegen, darf ich mir als Chef nicht die Blöße geben, hier einfach einen Teller zurück in die Küche zu feuern, weil es geht nicht. Ich schneide mich erstens mal ins eigene Fleisch, weil das Essen muss definitiv neu gekocht werden, der Teller ist definitiv kaputt und das ist auch keine Art, seine Mitarbeiter irgendwie zu Top-Leistungen zu motivieren. Wir möchten eine Küchenparty morgen inszenieren in der Küche, das heißt, die Leute kommen in die Küche, holen sich dort ihr Essen ab, können den direkten Kontakt mit den Köchen haben, können mal ein bisschen quatschen, sich kennenlernen. Also wir machen einfach so kleine Spießchen mit 2 Garnelen drauf, bisschen roter Paprika. Und dazu servieren wir in so einem Schälchen, wo man die Schale mitessen kann, einfach so eine Apfel-Basilikum-Salsa, die so leicht scharf-süßlich ist, was wunderbar zu den Garnelen halt passt. Warum gehen denn da so wenig Leute hin? Möchte ich nicht so viel zu sagen. Ist er arrogant oder ist er zu teuer oder ist er unhöflich? Ich selbst kenne den Menschen überhaupt nicht, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber das sind alles solche... die das nicht richtig gelernt haben, die meisten, wissen Sie? Wir hatten in unserer Kochprofi-Geschichte schon wesentlich härtere Fälle. Und ich war überrascht über die Qualität des Essens. Morgen Abend, 19 Uhr, machen wir eine Küchenparty. Das kannst du mal in der Hand nehmen. Da kannst du in die Küche kommen, hinter die Kulissen schauen. Da sind mehrere Foodstände aufgebaut. Du kannst da was essen, da was essen. Jetzt müssten wir nochmal hergehen und müssten hier diese Gräten mit der Grätenzange ziehen. Weil der Fisch aber so frisch ist, werden die kaum rausgehen. Das ist nämlich auch noch ein Merkmal vom frischen Fisch, wenn die Gräten schwer rausziehen. Deshalb werden wir, wenn wir uns die alle so hergerichtet haben, wenn wir die kurz beizen, so eine Schockbeize, das heißt, wir legen sie ins Salz ein, dadurch fangen die Eiweiße anzusteifen, das Fischfleisch wird fester. Und dann können wir, das ist eine Garmethode auf jeden Fall. Und ich hoffe, dann tun wir uns wesentlich leichter, wenn wir nachher die Gräten rausziehen müssen. Alles klar. Rotweinlack war klar, ne? Den haben wir jetzt eingekocht. Haben wir analysiert. Sternanis. Bis auf ein Viertel drin haben wir Sternanis. Was haben wir noch drin? Geröstete Pfefferkörner, geröstete Senfkörner, geröstete Koriander, Lorbeer, Wacholder. Die Gewürze wie Sternanis und auch diverse andere. Wir haben ja zig Gewürze dabei gehabt, die wir überhaupt nicht kannten. Hey Leute! Denkt ihr bitte dran, 120 Leute kommen heute in die Küche. Wenn das hier so aussieht, brennt die Luft. Sind das alles schmutzige Geschirrtücher? Ja. Ihr wisst, wir haben 30 Stück, was ist jetzt gebacken hier? Ab in die Waschmaschine. Sofort, wir brauchen Geschirrtücher. So, guck mal. Hier habe ich jetzt schon drauf. Das kennst du, Salz? Weißt du, was das hier ist? Fenchelsamen. Sehr gut. Und das hier? Das ist natürlich schwer zu erkennen, das ist gemahlen.
Koriander? Ach, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, gell? So, dann streuen wir Knoblauch drauf. Okay. Und du kannst schon mal mit der Schere Thymian, Rosmarin einfach ein bisschen kleinschneiden. Einfach beide, nur grob? Grob kleinschneiden und auf beiden Blechen verteilen. Und ein bisschen Abrieb von der, oder ein bisschen Schale von der Zitrone machen wir noch mit drüber. Normal, wenn man beizt, macht man diesen Prozess ja über mehrere, oder über so zwei Tage. Ja. Aber wir machen es jetzt, weil wir es wirklich schnell beizen wollen, damit, wie gesagt, der Fisch ein bisschen steif wird und wir die Gräten ziehen können. Machen wir es mit der Fleischseite nach unten, dass das Fleisch direkt im Salz drin liegt. Ja? Ja. Ich hole noch Weißwein und dann, ich habe es jetzt auf zwei Dinger verteilt. Ja? Ja. Röhre es an, dann schmoren wir so bei 160 Grad. Durchschwenken. Was habt ihr sowas wie Lorbeerblätter und so Zeug? Ja. Ehrlich? Okay, ablöschen mit Weißwein. Ja. Und hier, unten, das dulde ich nicht. Das wisst ihr aber auch alles. Was ist das hier? Sammeln wir das? Wieso ist da ein Waschlappen drin? Fett? Hallo? Leute, will ich nicht sehen. Ich komme in einer Stunde wieder, ist das nicht fertig, brennt's. Zwei Stunden, abhaken, was geht. Der Boden ist wunderbar fest. Sag mal ehrlich. Dann wieder ab ins Kühlhaus. Das ist der Abschied. Und immer so ein bisschen bewegen das Ganze. Das heißt Vorstecker, nicht drüberleger. Okay. Alle sind locker drauf. Man kann sich ruhig ein bisschen triezen. Macht Spaß. Wunder von der Flamme. Da ist das Feuer drin. Torschau drauf. Cognac. Das ist total irre. Deckel drauf. Und ein bisschen aus dem Weg tragen. Dürfe ich mal was abstreichen? Völlig. Bodensalat fertig? Nee. Nein. Croutons fertig? Nee. Nein. Ziegenkäse mit Samlass? Nein. Sebastian, der muss sich ja heute ein bisschen zerhacken. Der muss überall mal da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Und dafür ist er eigentlich relativ entspannt, relativ locker. Für sein Alter muss ich sagen, Hut ab. Die Kärtchen hat sie auch. Geht ziemlich kreuz und quer. Das ist manchmal wie auf dem Hühnerhof. Alles läuft durcheinander und keiner kennt die Richtung. Die Kartoffeln, die neigen halt dazu, so ein bisschen dunkel zu werden. Ja. Was machen wir jetzt, damit es der Gast nicht mitkriegt? Kurkuma, Gelbwurz. Ja, relativ neutral. Mhm. Im eigenen Aroma. Ja. Und dann heute Abend machen wir das so. Wir haben jetzt hier Rosmarin, Knoblauch, Olivenöl, Salz. Bisschen Petersilie, dann sieht es so aus und schmeckt schön lecker nach Rosmarin dann aus der Pfanne. Ja? Das ist wie so eine Art Pesto. Wie eine Art Pesto ohne Käse und ohne Pinienkerne, weil viel zu teuer. Ach, schön, dass du auch in meine Küche kommst. Ich war die ganze Zeit schon. Natürlich. Ich habe die aber nicht gesehen. Nee, du hast die ganze Zeit vorne rumgedrückt. Natürlich. Ich hoffe, du hast dir alle Rezepte aufgeschrieben. Natürlich. Damit wir da ansetzen können. Wirklich, also auch mit Geschmackserlebnissen, wie ich sie bislang nicht kannte. Versuch mal Bestes. Demnächst. Okay. Da. Ich bin sehr aufgeregt, dass jetzt gleich losgeht. Sauf! Attacke! Freuen wir uns, dass ihr alle da seid. Thema ist heute Tag der offenen Tür oder beziehungsweise Küchenparty. Und das Essen dürft ihr euch direkt in der Küche abholen. Da gibt es drei verschiedene Essensstationen. Da stehen auch Köche hinten dran. Da kann man immer fragen, was hast du denn da gemacht oder wie machst du das? Bisschen mehr, bisschen weniger. Wichtig dabei ist, A, behaltet euer Besteck. Wir haben 9 verschiedene Gerichte für euch gekocht. Die dürft ihr alle probieren. Jeder darf alles essen. Wenn jemand irgendwas besonders mag, darf er es auch zweimal essen. Er darf sich nur nicht erwischen lassen. Ja? Macht Spaß, Leute zuzuquatschen, bis sie keinen Bock mehr haben. Ist super. Sebastian, da kommen die Nächsten. Einfach rüberschicken, Mario. Direkt hier durch. Der ist aufgeblüht, der war richtig dabei. Für den war das
der Event überhaupt. Da haben wir schöne Mischung zwischen dem knackigen Salat und diesem weichen Ziegenkäse. Finde ich, passt super zusammen. Einfach genießen. Stellst du mir den bitte hier hin? Jawohl. Dankeschön. Gerne. So, jetzt kommt der marinierte Ziegenkäse. Mag jemand Aal? Ja. Oh, Scheiße. Sebastian! Oh, ich denke, jetzt müssen wir Gas geben, oder Mario? Also ich muss definitiv, sag ich, meinen Finger aus dem Arsch nehmen. Jetzt mal richtig Gas geben. Einfach mit dem Lächeln aufstehen und nicht direkt hier runterkommen, keinen Bock haben. Aus Sicht der Gäste, glaube ich, war es ein toller Tag, weil das war für 99% der Gäste eine Situation, in der sie, glaube ich, noch nie waren. Sie konnten hinter die Kulissen schauen, sie hatten tolles Essen, sie konnten mit den Köchen mal sprechen, sie konnten mal sehen, wie es zugeht in der Küche. Hat euch gefallen? Ja! Okay, also, wir wollten euch ganz kurz noch mal den Küchenchef vorstellen, der Sebastian, seine rechte Hand in der Küche, die Janine. Wir haben hier Probe gegessen und es war eines der besten 5, was wir je hatten. Ja, also hier könnt ihr wirklich... Wie man auch unschwer erkennen kann, sind die beiden jetzt noch nicht so alt wie jetzt wir zum Beispiel. Das heißt, das sind absolute Nachwuchstalente. Nur wenn natürlich keiner kommt, dann wirst du natürlich auch nicht besser. Und dann wirst du natürlich auch nicht schneller. Und deswegen gibt es dann Wartezeiten. Deswegen müsst ihr regelmäßig kommen. Ja? Und dann werden die zu Traumform auflaufen. Das können wir euch echt versprechen. Vielen herzlichen Dank und die Kochprofis sind raus!